Viel Vergnügen. Wir haben uns gerade diskutiert auf Twitch. Ich zeichne auch für YouTube. Wir wollen 10 Bauernhäuser haben für innen Winter. Das ist was anderes. Nicht Bauernhäuser, sondern Wohnhäuser, Hofstätten haben. Wir haben im Augenblick 9 und eine weitere wollen wir noch irgendwo hinbauen. Hier vorne könnte man eine hinsetzen oder hier können wir auch in den Rand welche hinsetzen. Das geht auch. Setzen mal 2 hin, werden aber nicht alle nutzen. Die muss man jetzt schon haben, bevor man die baut. Wir haben das Bauholz, aber wir können es im Augenblick nicht nutzen, weil es noch nicht im Lager ist. Deshalb könnten wir im Augenblick nur ein Haus bauen. Oh, schau mal hier rechts. Overlays. So kann man sich die Anzahl. Das war das Grundwasser, Fruchtbarkeit von Weizen. Flachs, Weizen haben wir richtig platziert. Das ist Gerste. Oh, wir müssen aufpassen. Da, wo wir das Haus bauen, hier vorne können wir auch gleich Gerste anpflanzen. Wobei, wir können ja auch Fruchtwechsel hier nachher machen. Roggen gibt es auch noch, okay. Später gibt es Gerücher. Gemeint sind wahrscheinlich Gewürze. Kann das sein, dass das eine komische deutsche Übersetzung ist? Nein, das ist der Gestank. Das ist es, das Overlay für die Anzeige, die grafische Anzeige für es riecht schlecht. Ich glaube, gemeint ist Gestank und Feuergefahr kommt später noch dazu. Hoppla. Genau, das könnte eventuell von Gerbern sein, der Gestank in der Art hier. Die Straßen setzen wir selber, Bond. Ob die auch über Zeit selber entstehen, weiß ich gerade nicht. Also ich habe es noch nicht beobachtet, dass er so wäre. Eine Person ist für die Arbeit eingesetzt, beziehungsweise eine Familie. Bauholz nur 1. Das Lager ist gestoppt, muss erst einmal abtransportiert werden. Wir können die Beeren hier schon mal, da können wir die Arbeitskräfte schon mal wegmachen. Einer ist für den Verkauf notwendig. Das dürfen wir nicht schließen, den letzten, sonst ist der Lebensmittelstand hier futsch. Dann wiederum geht die Zufriedenheit runter und die Leute ziehen nicht zu uns hin. Wir arbeiten über Leute. Im Jäger ebenfalls alles gut. Ich packe mal eine weitere Person rein ins Feuerholz. Oder haben wir genug Feuerholz? 80 Brennholz, komm. Und hier entsteht die Holzgeschichte. Ab dem September brauchen wir hier Menschen. Ernten, fürs Ernten nicht, fürs Pflügen und die Aussaat. Ab dem September frühestens können wir Leute zuweisen. Ich hätte 50 Gold, mein Seems like a good like. Das würde neben einer Waage stehen. 50 Gold hätte ich angeblich. Wo soll das denn stehen?
50 Münzen oben links. Tatsächlich. Ach, wie wunderbar. Dann lass uns das doch nutzen, um ein paar der Wohnhäuser abzugraden hier. Da können wir nämlich hier hinten Ziegenstall, 2, Ziegenstall, Hühnerstall, Gemüsegarten. Passe Eier, einmal Ziegenstall quasi machen. Sollen das machen, Leute? Soll man dafür die 50 Münzen ausgeben? Ja? Einmal Ziegen, einmal Hühner? Einverstanden? Hier kommt ein Ziegenstall hin. Hier kommt ein Hühnerstall hin. Da ist das schöne Geld weg. Schau mal, die Schatten, die auf dem Boden lang ziehen, das ist ein Vogelschwarm, glaube ich, der hier drüber gleitet. Ne? Hier können wir nachher Handel treiben. Eine Straße hier hinbauen, Handelsposten setzen und dann geht's dorthin. Die Warnmeldungen beziehen sich auf eine andere Region. Es hat geklappt, schaut mal. Da schauen wir uns mal aus der Nähe an. Rechts Hühner, links Ziegen und in der Mitte ein Bulle. Hallo, grüß dich. Kann man da drüber springen? Nein. Sieht schon toll aus, ne? Im Chat wird er als übergriffig bezeichnet. Zitat, da latscht plötzlich der Lorde durch deinen Garten. Wie unangenehm. Liebe Leute, wer von euch würde sich wünschen, dass ich mal durch euren Garten hindurch latsche? Und was würde ich da sehen können? Ziegen, Hühner, euch oder anderes Getier? Oh Gott, das ist natürlich hier ein unangenehmer Anblick. Wir gehen mal schnell weiter. Ein Trampolin. Zitat, morgen steht Gartenarbeit an. Du bist herzlich willkommen, WB. Das ist sehr lieb, aber das ist mir zu stressig, euch zu beaufsichtigen. Ich weiß, das wäre cool, Liegestuhl und Tisch und den kalten Eistee neben mir, aber hin und wieder die Stimme zu erheben, um sowas zu sagen. Wir arbeiten schneller. Das ist ja auch eine Form von Arbeit, Beaufsichtigung. Nett, dass du mich dafür anfordern möchtest, aber danke, nein, ich möchte mich nicht immer anstrengen beim Herumbefehlen. Das stimmt auch, Quick. WB kann ich, muss morgen streamen. Da gibt es ein neues Computerspiel. Das würde ich gerade schon mal zeigen. 7 Familien. Wie geht's dem Wohnhaus? Ist da. Wie geht's dem Anbauholz? Schmeißen wir die Leute wieder rein. Ich weiß nicht, wie viel Brennholz die im Winter verbrauchen pro Monat. Irgendwo gibt es eine. Die Brennholzhütte findet nichts mehr. Okay, dann haben die nicht so einen automatischen Arbeitsbereich.
Arbeitsbereich festlegen. Okay, dann bitte einmal hier sammeln. Dann müsste da eigentlich alles stimmen. Ach, das war das Holz von der Lager. Und das hier vorne. Brennholzhütte. Arbeitsbereich festlegen. Das müsste doch eigentlich dann reichen. Hier stand, was mich gerade irritiert, hier stand nicht an Straßennetze angeschlossen. Das halte ich für eine komische. Das kann ich mir kaum vorstellen. Straßen noch wieder abreißen? Ja, mit der Alt-Taste. Oh. Tatsächlich. Kann man nachher immer noch verändern. Die Bäume wachsen nach, ja. Ich gehe mit der Geschwindigkeit etwas rauf. Und wir unseren ersten Winter mal erleben können hier. Ob es Unterschiede gibt beim Brennholz, Buche, Fichte und so weiter. Nee, also so sehr ins Detail gehen die nicht. Und jetzt arbeite die Brennholzhütte auch wieder. Ein Banditenlager wurde entdeckt, wo? In der Nachbarregion. Wir sind hier hinten. Ach, das ist weit weg. Da ist ein Brigantenlager. Das ist eine Region, in der wir demnächst übersiedeln können und ein zweites Dorf machen können. Das geht ja noch. Alles gut. Und das sind Konkurrenten, also die leben selber außerhalb der Karte, in dem Spielmodus mit den Schwierigkeitseinstellungen, die wir gewählt haben. Bei Partiestart, die leben außerhalb der Karte, aber die besitzen oder verfügen diese Regionen. Das heißt, wenn wir die irgendwann erobern oder claimen wollen, dann müssen wir nicht irgendwie eine zentrale Burg zerstören oder ähnliches. Ja? Gehen wir in zweifache Geschwindigkeit. Ich mache, dass September kommt, damit wir hier das Bauernhaus anschmeißen können. 59 Zufriedenheit. Wow. Echt cool. September. Da ist der September. So, und jetzt gehen wir hin und schmeißen, eine Familie ist frei, schmeißen das Bauernhofhaus an mit einer Familie. Da wird der Fruchtwechsel nochmal erklärt. Wir schauen mal, welche Feldfrüchte wir ausgesucht haben. Weizen. 61%, Gerste, Flachs, alles okay. Feldpriorität, also ob die Leute hier, wenn es mehrere Felder gibt, ob die hier arbeiten oder woanders. Frühzeitige Ernte ist gerade egal. Feld abbrennen, schauen wir uns mal an, wenn das nicht mehr ausgegraut ist. Und die Leute laufen rüber von dem Bauernhaus hier und das ist sehr arbeitsintensiv. Das heißt, wir müssen jetzt die Leute von woanders abziehen.
Einer beim Holzfällerlager weg. Dann bei der Brennholzgeschichte. 94 Brennholz. So, wir hoffen, dass das reicht. Wir fangen mal mit zwei Familien hier an. Ja? Der Befehl zum Pflügen kommt, glaube ich, automatisch, ne? Ich glaube ja. Ich denke ja. Fritz, wie sieht's aus? Go, Fritz! Sehen wir Luftlinien. Geht nach Hause, wartet. Na, Pech haben, fangen die erst im Oktober an. Jetzt ist er Bauer. Trotzdem geht er erstmal nach Hause. Die erste Endline. Entlein geht auch erstmal nach Hause und zieht sich vermutlich um. So, hatten wir die ganze Zeit schon 8 Familien oder ist schon wieder jemand gekommen? Einmal die Hühner füttern, ab in den Bauernhof. Ich hasse Leute, die selbstständig denken. Wir sind doch nicht im 21. Jahrhundert. Go, Endline, go! Ob man die Namen der Personen ändern kann. Aber hallo, gut, dass du das sagst, Martin. Das hier ist Martin. Ich hoffe, dass Martin etwas mehr Tempo an den Tag legt, wenn er mit im Spiel ist, Martin. Ich rechne mit dir. Das Videogame Mystery. In dem Haus und macht nichts. Aber das zumindest hochkonzentriert. Boah, warten die. Wir haben doch schon September, Leute. Pflügt. Wahrscheinlich ruhen die sich aus. Vielleicht sind wir zu früh dran. Vielleicht pflügen die erst ab dem Oktober. Dann steht September bis November, Ernten, Pflügen und Aussaat. Es kann sein, dass wir einen Monat zu früh kommen. Ich glaube, wir sind einen Monat zu früh. Wisst ihr, was wir dann machen? Wir schmeißen die nochmal raus. Weil Martin hat echt keinen Bock gerade. In der Zwischenzeit mal noch ein paar andere Sachen zu Ende. Noch mehr Feuerholz, bitte. Und gebaut haben wir ja alles, ne? Wir könnten die Abbaugrube schon mal für den Lehm schon mal bauen. Die Leute eh nichts anderes zu tun haben gerade. Was, wir gehen stattdessen lieber komplett in Brennholz rein. Wir warten. Ich gehe mal auf höchste Geschwindigkeit. Ich warte drauf, dass Oktober wird, weil ich vermute, dass man dann mit dem Pflügen beginnen kann. Aber mehr Menschen wollen nicht zu uns hinziehen. Lebensmittelvielfalt. 8 Fleisch, 93 Beeren, 7 Brot aus dem letzten Jahr. Eier kommen. Oh, das ist auch gut für die Lebensmittelvielfalt. Und Fleisch kommt vermutlich von den Ziegen, ne? Ach, hätten wir 2 Hühner, hätten wir die ganze Zeit eine höhere Lebensmittelvielfalt gehabt. Ich glaube, das wäre klug gewesen, ne? Heute verarbeiten können wir noch nicht, noch keinen Betrieb und ich will jetzt nicht kurz vor der Pflugzeit nochmal irgendeinen Betrieb hochziehen. Habt ihr eigentlich den Eindruck, ob ich das zu weitläufig angelegt habe?
mit Blick darauf, dass hier so Kirche und andere Dienstleistungsgebäude in die Mitte kommen sollen und die Häuser drumherum. Und ihr seid der Meinung, dass das geht so schon. Das wirkt schon echt. Habt ihr den Eindruck, das wirkt so halbwegs echt hier? Genau, der Entwickler kommt aus Polen, ja. Jetzt ist der Oktober da. Und jetzt legen wir los. Jetzt kommen hier die Bauernfamilien rein. Eine, die anderen müssen wir erstmal woanders abziehen. Drei Bauernfamilien bitte. Und ich speichere bei der Gelegenheit auch mal ab. Hallo Cleo. Nee, leider nicht. Die Laufwege sind erheblich. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob das jetzt klappt. Ja, es klappt. Es funktioniert. Das war des Rätsels Lösung. Und der September war tatsächlich, wie ich auch gemutmaßt hatte, reserviert für die Ernte. Und man kann es ab Oktober pflügen. Weil wir haben 3 Monate für die, im Herbst für die Tätigkeiten Ernten, Pflügen, Aussaat. Ich bin gespannt, aber wir haben noch keinen richtigen Flug. Es kann sein, dass 3 Familien zu knapp ist. Alles, was irgendwie geht, packen wir mal rein in die anstrengende Sache mit den Flügen hier. Hier wird ein Marktstand betrieben. Den will ich nicht aufgeben. Der Speicher. Da können wir eine Person mal rausschmeißen erstmal. Vier Familien hier. Holzfällerlager liegt still, alles okay. Da kommen die. Leute, es wird gepflügt. Tatsächlich per Hand. Boah, schaut mal den Ausblick auf die... Boah, ich kann mal richtig wissen... Ich habe so richtig Bock auf Wandern im Herbst plötzlich. Durch eine Hügellandschaft, durch ein deutsches Mittelgebirge wandern gehen. Mit den roten Laubfarben im Hintergrund und der sanft hügeligen Landschaft mit den schönen Einblicken, die man hat. Boah, ich würde so gerne jetzt selber... Immer mehr Leute kommen für die Flugarbeit hier. Nein, ich will ihn nicht antreiben. Ich will nur jedem persönlich danken. Danke für deine Arbeit, die du hier leistest. Schön weiterarbeiten, dann wird euch außer euch vielleicht nochmal ein Community-Moderator. Schön weiterarbeiten, bitte. So ist gut. Und immer schön weitermachen. Die Leute brauchen einfach einen Ansporn. Ja. So ist gut. Weitermachen. Also im Nachhinein war das gar nicht so doof von uns, dass wir den Bauernhof gebaut hätten, weil sonst hätten wir das gar nicht hier auf die Reihe gekriegt. Wenn wir jetzt angefangen hätten, den zu bauen, dann hätten wir das... Und hier sieht man auch sehr schön grafisch, ne? Sie haben den Oktober Zeit zum Pflügen. Ich glaube, wir schaffen das. Ich glaube, die Leute packen das. Wir können noch eine Familie hier zuweisen. Neun Familien mittlerweile da. Bullenheim wächst und wächst. 10 Häuser haben wir. Ein Haus steht noch frei. Wie das dir meint, wir sollten den Flug erfinden.
Und dafür den Ochsen zähmen, damit wir mit dem Ochsen durch die Gegend fliegen. Ach so, der Pflug, entschuldige bitte. Ja, ist auch eine Option, immer natürlich, ja. Entschuldige. Kunti-Moderatoren veräppeln sollte man nicht tun, aber ich konnte dieser Versuchung gerade nicht widerstehen. Alle Häuser sind voll? Nee, wir haben 10 gebaut, Fisu. Eins müsste noch frei sein. Aber laut der Anzeige oben nicht. Vielleicht ist eins nicht fertig geworden. Ich dachte, wir hätten 10. Eins. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ja, doch. Das ist die Anzahl der Familien steht oben, aber eine Familie könnte noch kommen. Oh, wir schaffen es im Oktober. Wir kriegen es hin. Endlich Männerlords live hier auf Twitch und auf YouTube danach.